Hey Leute, Dennis hier, herzlich willkommen. Show 1051 heute am 15. Juni. Wir sprechen ein bisschen über die Folgen des Bärenmarkts für die Kryptounternehmen, die Exchanges, und wir gucken mal ein bisschen, was so in El Salvador los ist. Wenn wir uns den Preis angucken beim Bitcoin heute Morgen, waren wir bei 20.700, nur ganz knapp über dem All-Time-High. Aktuell stehen wir wieder knapp über 21.000. Also, sieht nicht so gut aus. Und wir sprechen am Ende noch mal ganz kurz über den Preis und wohin er noch gehen kann, der Bitcoin, wie weit runter. Aber zuerst gucken wir mal ganz kurz hier auf den Bärenmarkt und seine Folgen. Vier Exchanges sind gerade dabei, Mitarbeiter zu entlassen. Also es hat wirklich weitreichende Folgen und eine große Exchange, Crypto.com, ist auch betroffen. Ja, sie werden Mitarbeiter entlassen, um weiterhin wirtschaftlich arbeiten zu können. Coinbase hat richtig viele Leute entlassen. Ich glaube, über 1000 Leute wurden dort entlassen. Gemini in den USA hat 10% ihrer Mitarbeiter entlassen. Dann in Mexiko ist größter Kryptobörse Bitso ebenso. In Argentinien viele Börsen. Ja, Buenbit hat in Argentinien zum Beispiel 45% ihrer Angestellten verlassen. Und ja, auch vor einer großen Börse wie Crypto.com macht dieser Bärenmarkt nicht halt. Man wird sich hier von 5% der Belegschaft trennen, also ungefähr 260 Mitarbeiter. Ja, schon nicht schlecht. Eine große Zahl, würde ich mal sagen. Und sie sagen hier auch, dass der Ansatz ist, ja, sich auf die Rentabilität zu optimieren. Und das ist nun mal Bärenmarkt. Die Preise sind runter, das Trading-Volumen ist runter, die Einnahmen für diese Exchanges gehen runter. Und man muss dann hier wirklich gucken, dass man über die Runden kommt. Und das ist auch das Schöne an dem Bärenmarkt, ja, dass es die unprofitablen Unternehmen rauswäscht, dass die guten Unternehmen sich letztendlich hier stärker positionieren können, ihre Position sichern können, verfestigen können. Und deswegen ist ein Bärenmarkt auch immer was Gutes, ja, weil es viele schwache Sachen einfach rauswäscht. Und Crypto.com hat sehr viele gute Moves gemacht. Die haben ja über 50 Millionen Nutzer mittlerweile. Die haben die Dingens Arena gekauft, das Staples Center, wie es vorher hieß, ja. Jetzt heißt es für die nächsten 20 Jahre Crypto.com Arena. Also ein ziemlich guter Move, haben auch 700 Millionen Dollar für diese Namensrechte hingelegt. Crypto.com hat auch in Werbung investiert, ja, zum Beispiel hier mit dem Hollywood-Star Matt Damon. Also haben viele gute Moves gemacht, aber nichtsdestotrotz müssen sie auch jetzt hier ein bisschen, reduzieren. Aber was ganz interessant ist, der Preis von Crypto.com, der Coin heißt ja mittlerweile Kronos, steht aktuell bei 11 Cent. Er war in der Spitze bei, zieht euch das mal rein, fast einem Dollar, bei 90 Cent. Also vielleicht gar nicht so uninteressant, dieser Coin jetzt. Kann er noch weiter fallen? Ja, würde ich jetzt nicht ausschließen, aber sehr, sehr spannend. Gucken wir dann mal rüber nach El Salvador. Wie sieht die Lage dort aus nach dem Bitcoin-Crash? Das hat natürlich auch dem Land ein bisschen zugesetzt, wobei natürlich die 50 Millionen, die sie da investiert haben, ich glaube, El Salvador hält mittlerweile ein bisschen mehr als 2.300 Bitcoins. Ja, das ist jetzt nicht die Welt, das macht jetzt nicht so einen riesigen Teil von ihrer Wirtschaftsleistung aus. Nichtsdestotrotz ist das natürlich nicht erfreulich, wenn man fast 50% im Minus ist mit seinen Investments, mit diesem Land. Aber Bitcoin ist dort ein akzeptiertes Zahlungsmittel, ein offizielles Zahlungsmittel. Und natürlich führt so eine hohe Volatilität auch ein bisschen zum Rückgang, ganz klar. Aber ich glaube, dass diese Kritik, die an El Salvador geäußert wird, immer wieder ja eher nicht so fruchtet, würde ich mal sagen. Und auch der Finanzminister Alejandro Zelaya hat dazu gesagt, ja, dass letztendlich hier diese Anschuldigung, dass es super risikoreich wäre, ja, nicht haltbar sind, weil es halt wirklich nur ein relativ kleiner Teil ist, auch wenn 50 Millionen schon eine große Summe ist, ja. Aber ganz interessant, er sagt auch, ein potenzieller Verlust von 40 Millionen Dollar hat gar nicht stattgefunden. Warum? Sie haben die BTC gar nicht verkauft. Und da hat er natürlich recht, denn früher oder später wird sich Bitcoin erholen. Die Frage ist halt, wann? Ja? Und wenn wir uns da einfach mal die Geschichte angucken, ich bin hier gerade auf dem Daily Chart und wie du siehst, sieht der nicht sonderlich schön aus. Und wenn wir uns jetzt mal das letzte Top angucken, da waren wir im Dezember,
Ja, und wir haben ungefähr ein Jahr gebraucht, 366 Tage bis zum Low, und Bitcoin hat 83% verloren. Wenn man das jetzt heute mal auf das heutige Top übertragen, ja, das war letztendlich hier im November, ja, Anfang Mitte November, und wir gehen mal 83% runter und ungefähr 365 Tage, dann stehen wir hier, wie du auf dem Chart sehen kannst, ja, Ende November würden wir dann nach dieser Grundlage das Tief erreicht bei 11.000 Dollar. Die Frage ist, kann Bitcoin auf 11.000 Dollar fallen? Absolut. Wird es auf 11.000 Dollar fallen? Hey, I don't know. Aber ich wäre auf jeden Fall darauf vorbereitet, an deiner Stelle, weil Bitcoin hat sein All-Time-High von 2017 noch nicht unterschritten. Ethereum ist schon unter das All-Time-High gefallen. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis Bitcoin hier runterfällt. Und wenn wir davon ausgehen, dass so ein Bärenmarkt ein Jahr dauern kann, ja, können wir uns auf einen, ja, ich sag mal, ungemütlichen Sommer einstellen. Was glaubst du, wie stehen die Chancen, dass wir ja bis auf 11.000 runterfallen? Es gibt sogar einige Stimmen, die sagen 8.000, ja, wäre sogar möglich. Und natürlich die ganzen Super-Crash-Propheten, die sagen, ach, Bitcoin unter 3.000, überhaupt kein Problem. Grundsätzlich würde ich behaupten, dass es ein relativ interessanter Zeitpunkt ist, jetzt mal drüber nachzudenken, ein paar Bitcoin zu kaufen. Aber man sollte definitiv darauf vorbereitet sein, dass es noch weiter runtergeht. Also Leute, das war's im heutigen Video. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wie immer, macht gut, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Give us a Bitcoin to save the world.